Hallo, mein Name ist Sabrina. Ich bin die Abteilungsleiterin hier bei Fahrrad Dehnfeld in der Bekleidungsabteilung und wir wollten heute über das Thema sprechen, wie kleide ich mich im Winter richtig ein, weil da gibt es einiges zu beachten. Aktuell trage ich gerade Funktionsunterwäsche, eine lange Unterhose und ein Funktionsshirt. Ganz wichtig ist, dass das wirklich eng an der Haut anliegt, weil es einfach sonst keine Funktion hat. Bei der langen Unterhose und bei dem Unterhemd, die haben jetzt beide die Funktion, dass sie den Körper trocken halten und gleichzeitig aber auch noch warm, sodass man im Winter einfach nicht frieren muss. So, über der Funktionsunterwäsche trägt man dann eine warme Hose. Die gibt es dann sowohl mit Trägersystem als auch ohne. Wichtig zu wissen an den Hosen ist, die sind stark windabweisend, stark wasserabweisend, sodass einfach keine Nässe und Kälte durchdringen kann. Die sind innen drin wärmeisolierend, das heißt, die sind mit Vlies gefüttert, um den Körper oder die Beine auch wirklich warm zu halten. Was auch noch wichtig ist zu wissen, im Badenbereich sind sie immer nicht so dick gefüttert, weil man dadurch, dass man tritt, eben dort sehr, sehr viel Wärme produziert. Passend zu der langen Hose gibt es dann auch noch die langärmeligen Trikots. Die gibt es dann entweder mit Windstopper oder ohne Windstopper. Der Windstopper hat in dem Falle den Vorteil, dass der Torso immer warm bleibt und nicht auskühlt. Zusätzlich haben die Trikots immer noch einen hochgeschlossenen Kragen, damit auch da kein Wind durchzieht. Und es gibt noch die Möglichkeit bei verschiedenen Trikots, dass es hinten noch eine Tasche gibt, um da extra nochmal Stauraum für das Handy, den Schlüssel oder Ähnliches unterzubringen. Die letzte wärmende Schicht zur Hose und dem Langarmtrikot ist dann noch die Jacke. Auch die hat wieder den Vorteil, dass sie absolut winddicht im Oberkörperbereich ist. Wichtig zu sagen ist, die Jacke ist vorne einen Ticken kürzer geschnitten als hinten, da sie einfach auf das Radfahren ausgelegt ist. Und da man beim Radfahren eher etwas gebückter sitzt, ist das dann optimal, sodass hinten die Nieren schön geschützt sind und man dort richtig warm bleibt. Zusätzlich gibt es an den Jacken immer noch Belüftungsreißverschlüsse, die man aufmachen kann, wenn man zum Beispiel bergauf fährt, sodass man dann einfach nicht überhitzt. Um das Outfit zu komplementieren, gibt es dann noch die passenden Winterschuhe zum Fahrradfahren. Die gibt es dann sowohl mit Klicksystem als auch ohne, sind absolut wasserdicht, werden mit einem sogenannten Boa-Drehverschlusssystem verstellt und zugedreht, was einfach sehr, sehr flexibel ist, wenn man das auch noch mal ein bisschen öffnen möchte. Und zusätzlich kann man Winterschuhe auch ohne warmen Socken tragen, da die innen drin einfach sehr, sehr kuschelig warm gefüttert sind. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man im Winter mit den Sommerschuhen unterwegs ist. Für diesen Fall gibt es dann verschiedene Überschuhe. Es gibt Modelle, die wasserdicht sind oder auch Modelle, die innen drin gefüttert sind und dadurch richtig schön warm halten. Für jeden Einsatzzweck gibt es da verschiedene Modelle. Wer auch bei Schnee und Regen im Winter unterwegs sein möchte, sollte auf alle Fälle über die Winterjacke nochmal eine Regenjacke drüber ziehen, sodass man einfach absolut wind- und wettergeschützt ist und der Regen nicht durch die Jacke durchdringt. Fehlt nur noch der passende Helm. Da gibt es verschiedene Modelle, die sollten ganz wichtig auch richtig eingestellt sein, sodass der Schutz auf alle Fälle gegeben ist. Dieses Modell jetzt zum Beispiel hat zusätzlich noch eine Leuchtanlage und auch noch einen Blinker. Das waren unsere Tipps für die richtige Winterbekleidung. Kommen Sie gut durch den Winter, wir beraten Sie hier sehr, sehr gerne.